Ich glaube, an der Akademie ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Es ist... Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolfdir noch eine... genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet...
Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum, und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher, doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Teufdir ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Oh nein, nein, nicht wirklich. Ich... Also jetzt habe ich den Platz vergessen, wonach ich suche. Ah, nun.
Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Nun, auf jeden Fall baut ihr euch einen Tut bitte Buch nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu hassen. Es steht der Akademie nicht zu, sich in politische Angelegenheiten einzumischen. Könnt ihr womöglich Cesargo helfen? Cesargo hat gesehen, dass Tol'dir euch mag. Ihr habt sicherlich große Magiefertigkeiten. Stimmt's? Cesargo ist sehr fleißig. Schafft es jedoch nicht alleine. Könnt ihr ihm helfen? Cesargo hat sich sehr bemüht, neue Zauber zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Cesargo wird ein ganz besonderer Magier sein. Aber Cesargo ist so fleißig, dass er keine Zeit hat, diese neuen Zauber auszuprobieren. Wenn ihr mir mit dem Testen helft, wird das Lernen einfacher. Cesargo gibt euch die Schriftrollen und ihr benutzt sie und berichtet von den Ergebnissen. Hört sich doch gut an, oder? Sagt Cesargo einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ah, da könnt ihr nicht widerstehen, stimmt's? Mal sehen, das da, glaube ich. Cesargo hat das als hervorragenden Flammenmantel der besonderen Art entworfen. Der ist besonders bei Untoten stark. Fackelt sie im Handumdrehen ab. Cesargo gibt euch viele dieser Schriftrollen. Probiert sie aus und kommt wieder, wenn ihr sagen könnt, ob sie funktionieren. Cesargo wartet darauf zu hören, wie gut seine Schriftrollen wirken. Mir wurde gesagt, dass ihr diese Kugel in Sartal gefunden habt. Cesargo kann es kaum abwarten. Ich habe gehört, dass ihr etwas in Sartal gefunden habt. Glaubt ihr, es könnte aus mir einen mächtigen Magier machen? Ura kann sehr hilfreich sein. Macht ihn euch... Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit. Einer Privatangelegenheit. Ja, aber darüber muss Stillschweigen bewahrt werden. Ich habe vielleicht eine
Vereinbarung mit Entier getroffen. Er hatte etwas, das ich brauchte, also habe ich ihm dafür etwas von mir gegeben. Das war ein Fehler und nun will ich zurückhaben, was ich ihm gegeben habe. Es ist ein Amulett, das meiner Familie gehörte. Und ich hätte es Entier niemals geben dürfen. Aber er will nicht mit mir reden. Redet ihr mit ihm und findet heraus, wie ich mein Amulett zurückbekommen kann. Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. Meine Familie war überzeugt, dass das Leben hier ein Todesurteil oder noch Schlimmeres sein würde. Es dauerte Jahre, bis ich sie überzeugen konnte, dass dies meine Bestimmung ist. Ich habe euch doch gesagt, es gehörte meiner Familie. Ich weiß, dass sie meine Ziele immer missbilligt haben. Dass ich Magie studieren wollte, anstatt ein Bauer oder ein Jäger zu werden. Aber wie schlecht sie mich auch behandelt haben, sie sind doch immer noch meine Familie. Das ist mir leider zu spät eingefallen. Also gut. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Es gibt einige Experimente, die die Akademie nicht gerne sieht. Das heißt, wenn sie davon... Ach, wirklich? Na, das ist ja putzig. Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Tja, wisst ihr, es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Ich hoffe, ihr habt Geld. Sehen wir es uns doch einfach mal an.
Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir keine Umtauschmöglichkeit gibt. Nein, nein, ihr versteht? Onmund hat ein Geschäft abgeschlossen. Er hat seine Wahl getroffen und nun... Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, wie hartnäckig ihr seid. Onmund gab schon auf als... Na schön, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Tun wir mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurückhaben. Versteht ihr jetzt? Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurückzubekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen. Und was die Forschung betrifft, nun, mit einer guten Erklärung kommt ihr mit fast allem durch. Wenn ihr für eure Experimente lebende Testobjekte braucht, ist es einfacher, das außerhalb des Akademiegeländes zu erledigen. Also gut. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch... Psst. Sucht mich in meinen Räumlichkeiten auf. Es gibt einige Experimente, die die... Ich hoffe, ihr habt Geld. Sehen wir es uns doch einfach mal an. Wenn ihr einen Moment Zeit habt,
Könntet ihr mir mal helfen?